10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Ryan. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine ich Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern! Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um! Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Ausgeführt. Wo bist du jetzt? Hier ist Clayton bei dir.
Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst von ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst.